liebe Dragon Ball Z Attack of the Saiyans Freunde und willkommen zurück zu einem wieder von neuen Part, wo wir uns wohl auf dem Weg zum Boss machen. Du fuck, Viech. Mit dir will ich gar nicht erst diskutieren. Nö. Fuck. Au. Oh. Okay, weißt du was? Du willst mit mir diskutieren? Okay. Ich habe kein Problem damit. Dann diskutieren wir jetzt, wenn du das so willst. Mein Argument für diese Diskussion ist, dass ich gerne aus diesem Kampf fliehen würde und du es mir nicht erlaubst. Ich fühle mich eingeengt in deiner Gegenwart, Robomann. Ich habe das Gefühl, dass du mir nicht die Freiheit gibst, die ich haben wollte. Ich wollte mal eine Eiskunstläuferin werden und jetzt bin ich nur Kämpfer. Im Kampf. Können wir dieses Fuckviech einfach besiegen? Und warum hat der Goku paralysiert? Warum habe ich mich genau dann, als der Goku paralysiert hat, dagegen entschieden, weiterhin wegzurennen? Ah, viele falsche Entscheidungen wurden getroffen. Viele falsche Entscheidungen. Fuck, ich hoffe mal. Ach, ich glaube, das Problem ist, dass ich aktuell noch die... Alter, er lebt immer noch. Dass ich aktuell noch die komischen Ninja-Schuhe an der ersten Stelle von den Kapseln habe. Wenn ich da halt über die Gummistiefel hätte, könnte der uns bestimmt nicht so einfach paralysieren. Dieser Haufen Scheiße. Geisterball! Kamehameha und Rengeki! So. Und du machst jetzt 8-mal so viel Schaden wie die beiden zusammen. Fast 8-mal so viel Schaden. Aber nur fast. Gut, das war ein ziemlich beeindruckender, nützlicher und hilfreicher Kampf. Gut, dass wir uns dem gestellt haben. Wirklich gut. Aber ich habe ein paar Eisenreste bekommen. Und die sollten mir ein bisschen Bargeld geben, um genau zu sein. Genug Bargeld, damit ich in der Lage sein sollte, von diesem Fuckviech zu fliehen. Nein, damit ich in der Lage sein sollte, eventuell mir die letzten oder das letzte Item, was es noch zu kaufen gibt, mir zu kaufen. Und dann brauche ich in dem Spiel nie wieder Geld. Nie wieder. Oh, fuck. Also, es ist ein roter Oktopus, Mann. Riesiger Oktopus. Du Monster. Es fällt dir nur ein. Hey, ich kenne dich. Hey, Mundoktopus. Du bist der Tintenfisch, oder? Okay, hey Mundoktopus. Ich hab's! So Goku! Er schützt die Dragon Ball! Gut erkannt. Hey du! Rück den Schatz raus! Oh, der sieht aber beängstigend aus. So, lassen wir gleich mal die großen Jungs kämpfen. Ja, lassen wir direkt die starken Kämpfer kämpfen und nicht die schwachen Kämpfer. Doch, hab ich recht am Schuh. War ein guter Auftritt von dir. Weißt du was, Krillin? Nee, fuck, Krillin lassen wir nicht drin. Der hat fast keine Verteidigung und den tauschen wir auch durch Piccolo aus. Gut. Und so sollten wir den Boss doch dann relativ schnell down bekommen. Und wir wissen, dass wir müssen vorsichtig sein, denn dieser Bosskampf, der ist schon im Kampf geprobt. Der hat schon ein paar Kämpfe hinter sich. Wie ihr sehen könnt, hat er eine Narbe an seinem Auge. Welche ziemlich dreidimensional wirkt, diese Narbe. Nein, nicht dreidimensional, sondern man sieht, wie tief die Narbe da ist. Das ist relativ unerwartet gutes Sprite-Arbeit-Work-Zeugs. Nein, die Sprites im Spiel sind insgesamt alle ziemlich gut. So, jetzt sind wir ein Oktopus. Seid ihr bereit, das Oktopus-Ua zu besiegen? Ja. Yeah. Ich glaube, der wird sowas von schnell down gehen. Ich habe das so im Gefühl. Ich habe im Gefühl, dass der keine große Herausforderung für uns sein wird. Keiner erblindet. Und kein Schaden erlitten. Wundervoll, das heißt, wir können einfach weiter angreifen. Lichtgranate! Es ist zur Hälfte Granate und zur Hälfte Licht. Und zur Hälfte Granate. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe es nämlich. So, Lichtgranate. Und Kaboom! Er lebt immer noch. Ich bin erstaunt. Ich meine, vielleicht unterschätze ich jetzt aktuell die Gegner alle, aber ich habe so das Gefühl, dass wir den wirklich absolut problemlos down bekommen werden. So wie alle anderen Bosskämpfe bisher auch. Oder in letzter Zeit, seit ich alle Charaktere habe. Seitdem wurde das Spiel prinzipiell vom Schwierigkeitsgrad her eigentlich angenehmer. Naja, was heißt eigentlich angenehmer? Nicht wirklich. In diesem Dungeon hier war ich das erste Mal, dass ich wirklich gestorben bin. Ich sollte vielleicht nicht sagen, dass es so viel angenehmer wurde. Aber die Bosskämpfe wurden sehr viel angenehmer. Das muss man sagen. Weil die mich nicht mehr einfach so one-hitten können, nur so eine Scheiße. Und nach zwei Schlägen ausschalten. Die brauchen viel zu viele Treffer inzwischen, um dem Kämpfer von mir wirklich Schaden zuzufügen.
Und ich habe 6 Kämpfer. Das ist halt... Ich könnte nicht mehr viel machen. Und da ist er down. Es war nichts. Und Tenshinhan hat nur Schaden genommen, weil er sich bei seinem Angriff selbst verletzt. 4200 Erfahrungspunkte. Vielen Dank. Die nehme ich doch gerne mit. TK! Goku, du bekommst auch. TK! 51.000. Wundervoll. Das heißt, wir können jetzt definitiv den Karottenhandschuh anlegen. 5-Sternen-Ball. Yes! Ein Ball mit 5 Sternen. Was sagst du, als du Oktopus war? Schön, wir haben einen 5-Sternen-Ball. Obwohl es ein komisches Gefühl ist, dass diese Leute immer noch aktiv sind. Warte, welche Leute? Ja, ja, hoffen wir, dass die Red Ribbon Armee keine krummen Sachen plant. Ach ja, die Red Ribbon Armee. Es tut mir leid, ich hatte keine Ahnung, dass dieses Spiel so viel mit dem alten Dragon Ball zu tun hat, weil... Ich habe doch keine Ahnung. Wisst ihr, wie lange es her ist, seit ich das alte Dragon Ball gesehen habe? Das ist arschlange her. Ich glaube, damals lief es nur so ziemlich im Fernsehen, als ich das gesehen habe. Auf RTL 2. Wisst ihr, wann das war? Ey, ich habe euch das Intro vorgespielt davon. Oder das Outro. Ich glaube, das war das Intro. Ihr habt das gehört. Das war ziemlich alt. Das ist lange her. Fuck. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Ich weiß, dass Teufelsklo. Teufelsklo. Ich weiß, dass das als letztes dran kommt. Das bedeutet, wir gehen als nächstes direkt mal. Ja gut, es sind nur noch 2. Gehen wir in das. Nein, gehen wir noch nicht. Nein, nein, nein. Wir gehen erst in die westliche Hauptstadt. Und dort werden wir den Rest unseres Geldes ausgeben. Und dann werden wir Karotten farmen. Karotten farmen! Gummistiefel, die haben wir schon. Dankeschön. Daran habe ich kein Interesse, guter Mann. So, östliche Hauptstadt, was haben wir denn hier? Oh, ich weiß, dass hier auf jeden Fall kein allzu großes Vorrat an Bananen geben wird, habe ich recht. Hallo, Lady. Quietschstiefel, vermehrt Feindbegegnungen. Genau, das ist das Letzte, was wir noch kaufen müssen. So, wisst ihr was? Ich bin mutig, wir gehen rein und dann verkaufen wir noch ein bisschen Shit. Und zwar verkaufen wir Eisenreste. 2 Stück, Wahnsinn. Alles okay. So, dann gehen wir zu den Kapseln. Und wir legen die Gummistiefel weg. Ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Dafür holen wir uns dann den Karottenhandschuh. Oh, Karottenhandschuh. Standby, kein Effekt. Fuck, den muss ich aktiv haben. Wie dumm er einfach aussieht. Er sieht einfach so dumm aus. Aber okay. So, begeben wir uns zum Yunzabit-Plateau. Das ist unangenehm hier. Ah, hier war ich schon. Oh ja, hier habe ich nach... Oh, genau, da unten links war die Schatztruhe. Hier war ich kurz, weil ich vorher auf die Fresse bekomme, dann bin ich wieder gegangen. Gute Zeiten, ich erinnere mich noch. Wisst ihr was, ich habe keine Lust, hier am Schuh zu trainieren. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich bin mir jetzt sicher, ich habe keine Lust, hier am Schuh zu trainieren, okay? So, Piccolo, weißt du was? Du bist auch mal da. Denn ich habe so das Gefühl... Nein, fuck, fuck. Ich wollte gerade sagen, ich habe so das Gefühl, dass Piccolo überleben wird, aber nein. Das ist der Grund, warum überhaupt erst, Spoiler, das ist der Grund, warum sie überhaupt erst nach Namek fliegen. Weil Piccolo eben nicht überlebt. Ah. Was, Senko? Friss dies. Böser Mann. Friss dies. Ja, das sieht doch schon wieder relativ geschmeidig aus alles. Oh, Kamehameha. Gut, Goku tötet wieder. Goku muss wieder alles alleine machen. Oh, ich hoffe, du bist stolz auf dich. Kakarott. Ich hoffe, ich bin stolz auf dich. Außerdem können wir mal drüber reden, dass es fucking seltsam ist, dass du einen Alien geheiratet hast und ein Kind mit ihm bekommen hast. Goku, können wir darüber mal reden? Es widert mich an. So, alle bekommen einfach mehr Angriff. Ja, aber es würde, dass das keine verkehrte Sache ist. Mehr Angriff für alle. Ah, Fähigkeit, genau das wollte ich schauen. Denn ich habe gehört, dass wir wieder die ein oder anderen AP angesammelt haben. Sprint Level 2, Energiestrahl Level 2, Masenko Level 2, Zorn Level 3. Zorn Level 3. Oh, okay, dann können wir das jetzt schon machen. Volle Wunderkraft, ein von Zorn angetriebener Körperangriff. Oh ja. Man greift öfter mit seinem Körper an, vor allem dann, wenn er älter wurde, der Buu-Saga, wenn ihr versteht, was ich meine. Voller Körperangriff. Was machen wir denn bei Goku am besten? Ja, hat er immer noch keinen. Hm.
Ja, ich habe ehrlich gesagt. Was? Wir machen die gute Nachbildtechnik hoch. Oh, die geht nur. Die geht gar nicht mal sonderlich hoch. Machen wir Kombination noch höher. Meteor-Kombination. Alles hoch, alles hoch. Mir wurde eh empfohlen, dass ich die Meteor-Kombination mal öfter verwenden soll. Insofern, das war nicht verkehrt, glaube ich. Lichtgranate! Fuck! 2000 Punkte! Das ist fucking teuer, Alter. Lichtgranate Level 2, Super-Explosion Level 2. Machen wir das mal. Was lernt er denn da? Höllengranate! Hör deinen Feind in Keykraft. Spreng damit ganz einfach deinen Gegner. Ich will ganz einfach meinen Gegner sprengen. Tension Han. Alter, dreifacher Strahl. Kaboom! So, ansonsten, den will ich ehrlich gesagt noch weiter hochleveln. Weil dreifacher Strahl ist gar nicht mal so optimal, weil er sich damit immer selbst verletzt. Und der dreifache Neostrahl. Feuer eine Salve von dreifachen Strahlen verbraucht viele TP. Würde mir auch empfehlen, dass ich das doch mal machen soll. Habe ich gekauft. Alles cool. Ja, Chirubi. Rengeki ist ganz hoch. Kamehameha Level 3 braucht er für die Fähigkeit. Es sind die Streuenergiewelle. Streu. Die braucht er also auf Level 2. Und dafür bekommt er Ketten-Destructo-Disk-Salve. Feuert eine Salve Destructo-Disk auf alle Feinde. Das gefällt mir eigentlich, aber wir haben zu wenig Punkte dafür. Yamshu. Das ist jetzt unangenehm. Okay, machen wir weiter. Das ist noch unangenehmer. Oh, es ist übrigens so irritierend, dass wenn man hier mal, wenn man nach unten drückt, dass dann das Teil nach oben geht. Wenn man nach oben drückt, dann geht das nach unten. Falls ihr euch wundert. Also, ich drücke nach oben und ich hier runter zu den Kapseln drücke ich nach unten und ich gehe nach oben. Das ist immer so verwirrend hier. Also, scheiß verwirrend. Das ist für ihn nicht schön. So, ich möchte gerne... Kältestiefel, waren die da? Nee, die sind für Feuerresistenz. Wir brauchen den Silberpelz. Bam, bam. Okay. Und schon können wir über das Eis marschieren. Wie schön. EP-Schub. Oh! Warte mal, EP-Schub. EP-Schub. Was ist das? Es klingt ziemlich gut. Es macht vermutlich das, was ich denke, was es macht, oder? Bitte lass das machen, was ich denke, was es macht. Es ist keine Ausrüstung. Wir sind wieder bei meinem Lieblingspunkt. Dass nicht angezeigt wird, ob das, was man bekommen hat, ob jetzt ein Item ist oder eine Ausrüstung oder was auch immer. Oh, immer wieder schön. Vor allem bin ich immer so, ich habe immer das Glück, dass immer das Letzte ist, was ich nachschaue. EP-Schub. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich ein EP-Schub wäre? Vermutlich hier irgendwo. Shit, da. Du erhältst mehr EP auskämpfen als Belohnung. Okay. Ein einziges Item, das den Effekt hat, das ist nicht so optimal, könnte man sagen. Nachbildtechnik auch ausgemaxt. Verdammte Scheiße, Goku. Was ist scheiße ausgemaxt alles? Alter. Der Goku überlässt nichts im Zufall. Vertraut mir da. Alter, 1000 Schaden. Liegt aber ja an dem schwachen Gegner. Und der ist auch da. Wundervoll. Das sollte ein relativ schneller Ausflug hier durch die Eisgegend werden. Und das erfreut mein Herz doch ganz ungemein. So. Fuck, wo will ich hin? Drangradar. Ich will da hin. Fuck! So, was haben wir hier? Wir haben... die nervige Ansammlung an Gegnern. Hey, was geht ab, ihr alle? Ihr seid ein bisschen nervig, habe ich mir sagen lassen. Aber das ist okay. Dafür habe ich ein Kamehameha. Das fresst ihr und dann sagt ihr so, oh shit. Das war relativ unangenehm. Ah, wo muss ich jetzt wieder entlang gehen? Ey, ihr habt das Gefühl, im Vergleich zu dem Turm und dem... Oh Gott, was war denn das, wo wir zuletzt waren? Und dieser Unterwasserbasis, wo wir jetzt zuletzt waren, könnte das hier ein bisschen wieder nerviger werden. Könnte ein bisschen anstrengend werden. Ey, ich habe nämlich das Gefühl, dass wir... Alter, er lebt noch. Der Haufen Scheiße! Nein! Ey, ich habe nämlich das Gefühl, dass das ein scheiß riesiges Gebiet wird. So ähnlich wie die Wüste. Da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf, aber ich wurde nicht gefragt, ob ich das möchte oder nicht. Das Spiel hat einfach beschlossen, dass das so gemacht wird. Vielen Dank dafür. Meine Meinung scheint hier ja wohl nicht zu zählen. Gut. Gehen wir darüber. Und hier haben wir Drangradar. Drangradar sagt, wir sind richtig. Wundervoll, 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 wundervoll. Ist da ein kleiner Schwabbelprofessor mit einer fetten Brille und einem Bart drin?
Den bringen wir um. Den bringen wir um! Mit deinem Kamehameha. Husch. Alter, 1300 Schaden, verdammte Scheiße. Habt ihr 1300 Schaden gesehen? Und 988. Und? Gohan macht 269. Wir haben den großen Gegner in einer Runde gekillt, verdammte Scheiße. Das ist ziemlich beeindruckend. Und wir haben Eisenreste bekommen. Ja, fucking fuck. Okay, da oben muss ich scheinbar lang. Wir dürfen nicht vergessen, immer schön den Silberpelz anlegen. Aber wir wollen auch ein bisschen erkunden. Dabei bekommt ihr auch ein paar coole Items. Ich habe ja gesagt, keine Lust gegen euch zu kämpfen, wenn ich mal so ehrlich bin. Deswegen gehe ich jetzt einfach, okay? Cool. Finde ich gut, dass sie nichts dagegen haben, dass ich einfach weggehe. Woanders hin. Ich bin ja falsch. Kriegergeist. Ich habe einen Kriegergeist gefunden. Zur Hälfte Geist und zur Hälfte Krieger. Hm. Und absolut tödlich im Kampf. Kriegergeist. Oh Mann, Mutter. Kaufst du mir bitte einen Kriegergeist? Ich habe gehört, die sollen wirklich gut sein. Nein, mein Sohn. Nein. Nein. Ich hätte gerne einen Kriegergeist, aber meine Mutter hat mir nie einen gekauft damals. Also ziemlich deprimierend. Fuck. Ich nehme aktuell mehr Schaden, als ich sollte. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich meine ganzen Ausweichbuttons, dass ich sie komplett durcheinander bringe die ganze Zeit. Das ist nicht vorteilhaft. Ich weiß, schwer zu glauben, dass wenn man statt Angriffe abzuwehren, sie nicht abwehrt, dass es nicht vorteilhaft ist. Das ist ein seltsames Konzept, aber tatsächlich ist es so. Aber Masenko! Boom! Yeah. Gut. Und wir bekommen wieder Geld dafür. Das will ich gar nicht. Aber hier ist auch nicht das optimale Gebiet für... Fucking fuck. Maximilian von Bohnen, ne, dich wollte ich nicht. Und warum ist da so ein Kackraumschiff? Ich bin hier komplett falsch. Oh, ist das deprimierend. Oh, ist das deprimierend. Ich wollte nicht komplett falsch sein. Okay, meine Eisresistenz ist hoch. Hier in dem Kampf. Ist das eine gute Sache gegen diesen eisigen T-Rex? Es ist gut, dass wir hier eine hohe eisige Abwehr haben. Ich denke schon. Diese verkackte eisige Eisfackviech. Bring ihn um, Gohan. Bring ihn um! Gute Arbeit. Hat der T-Rex gerade nicht angegriffen? Er versucht nicht mal, sich zur Wehr zu setzen. Er akzeptiert einfach, oh, du willst mich jetzt töten, dann wird das wohl so sein. Und alle meine Kämpfer haben kein Ki mehr. Das ist nicht vorteilhaft. Alter, Krillin. Kommst langsam schon ein bisschen mehr Werte dazu, wenn du Level Up hast. Das freut mich für dich. Kleiner Schwacher auf dem Scheiße. Oh nein, das ist ein Wildschwein. So, das müssen wir im Nahkampf besiegen. Haben nicht kein Ki mehr übrig. Au. Okay, ich sehe schon, es läuft ziemlich gut. Lass euch nichts vormachen. Das ist gut gelaufen. Wie gesagt, lasst euch nichts vormachen. Das läuft ziemlich gut. Gohan ist gestorben, okay. Aber ansonsten läuft es ziemlich gut. Seht ihr? Könnte gar nicht besser sein. Oh, ich hasse es, wenn ihr so einen Angriff macht. Wo der Angriff an sich erst so viel später kommt. Okay, Piccolo ist tot und Goku ist erblindet. Aber ansonsten läuft das ziemlich gut. Ich glaube, ich gehe jetzt. Ich glaube, ich gehe jetzt, habe ich gesagt. Dankeschön. Gut. Machen wir uns nichts vor. Es hätte besser laufen können. Es hätte definitiv besser laufen können. Okay, jetzt haben wir Team Mensch. Die Elite der Menschen. Oh Mann. Wie schön für mich. So, dann haben wir ein Raumschiff. So, ihr Menschen, wisst ihr überhaupt, was das ist? Hier befindet sich ein bizarr aussehendes Objekt. Z-Memo, dem Dämon-Fusion. Was? Die Dämonen-Fusionswelle? Die will ich mir doch ganz gerne mal anschauen. Wie mache ich denn das überhaupt? Die ganzen Sachen irgendwie. Nee, da müssen die alle volle Zornanzeige haben, damit sie das überhaupt machen können. Zorn-Explosionswelle und dann. Move aus der Dämon- und Gottschule. Energiewellen sind gnadenlos. Okay. Ich weiß nicht, wer der andere Typ ist, also. Das ist ziemlich aufregend. Ja, um die ganze Scheiße einzusetzen, müsste ich eigentlich mal die
Zornanzeigen von den Kämpfern voll bekommen, aber irgendwie sind die Kämpfe immer schneller vorbei, als die Zornanzeige voll wird, also... Mir wurde immer wieder gesagt, dass die später wichtig werden, die, Biggins-Kombinationen. Aber inzwischen muss ich sagen, ich sehe es noch nicht wirklich. Die Z-Kombination. Ich sehe es noch nicht wirklich. Ich habe das Spiel, ich habe schon ein paar Stunden in dem Spiel verbracht, okay? Und bisher hatte ich noch nicht einmal das Gefühl, dass die Z-Kombinationen auch nur im Entferntesten wichtig für mich wären. Auch nur im Entferntesten. Sie sind eher so ein Glücksteil, das hier wieder passiert. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie vielleicht außer bei späteren Bosskämpfen, die vielleicht schwer werden, ansonsten irgendwie relevant sein könnten. Sind sie bisher einfach nicht gewesen. Und ich behaupte mal, in dem Spiel wird nicht mehr allzu viel vor uns liegen, außer Papa Nappa, Vegeta Peter und der geheime Secret-Boss, den ich jetzt noch nicht beim Namen nennen werde. Ja, viel mehr Bosskämpfe sollte uns nicht mehr bevorstehen. Und halt noch der und natürlich noch der irrelevante Schwachsinn, den man immer bei Sturmarmband, okay? Den man immer bekommt, wenn man hier zum Beispiel bei den Dragon Ball holt oder sowas. Warte mal, wir sollten hier richtig sein. Oder? Sind wir hier richtig? Wir sind richtig, verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Wir haben von irrelevanten Bosskämpfen geredet. Da ist er nämlich schon. Glaube ich. Ist hier ein irrelevanter Bosskampf? Wow. Wann kann ich eigentlich die schwarzen Teile da weghauen? Mann, ist das Eis hart. Sogar mit Ki kann man das nicht durchbrechen. So ähnlich wie mein Penis. Da ist der Dragon Ball. Was machen wir nur? Hat jemand ein Feuerzeug da? Salz. Mit Salz sollte das Schmelzen gehen. Hol mal Salz, Piccolo. Salz ist so fest, dass es keinen Sinn hat, es mit Kraft durchbrechen zu wollen. Wie wäre es, wenn wir es schmelzen? Wir können mächtige Flammen entfesseln. Aha. Okay, Yamshu. Wirst du jetzt bitte gehen und deine Brandstifter-Ideen für dich behalten? Und wie sollen wir das machen? Wo sollen wir denn ein so starkes Feuer finden? Bratpfannenberg. Moment! Bratpfannenberg? Ist dir was eingefallen? Ja! Wir könnten zu 5 Elementeberg gehen und an ihn bitten, uns Flammen aus dem magischen Ofen zu leihen. Seht ihr? Ich hab's doch gesagt! Ja! Mit Flammen aus dem Ofen können wir das Eis vielleicht schmelzen! Also dann zum 5 Elementeberg! Was soll denn der Schwachsinn jetzt eigentlich? Was soll das denn? Muss ich jetzt wirklich den ganzen Scheißweg zurückgehen? Wirklich? Ist das jetzt... Ist das jetzt wirklich das, was ich machen muss? Wieder zurückgehen? Und dann zum 5 Elementeberg? Und dann wieder hierhin zurück? Nein, ich fühle mich kein bisschen so, als würde meine Zeit verschwendet werden. Wie kommt ihr denn darauf? Ah, oh, fucking fuck. Wie kommt ihr denn darauf, dass ich dieses Gefühl haben könnte? Das entspricht nämlich nicht der Wahrheit. Wir rennen jetzt weg. Ich werde nicht gegen ihn kämpfen. Und Yamshu bekommt es natürlich nicht hin zu flüchten. Er sagt so, nee. Weil er ängstlich ist. Ist schwach, Yamshu. Schwach. Und ängstlich und schwach. Fucking Yamshu. Aber okay, wenigstens sind wir jetzt schon wieder raus von hier. Aus diesem Albtraum von einer Gegend. Wir haben der Eisberg. So. 5 Elemente, Berg. 5 Elemente, habe ich gehört. Dann gebt mir doch bitte eins davon. Ich hätte gern Feuer. Ach, komm schon. Muss ich jetzt wirklich... Oh. Natürlich muss ich jetzt auch noch durchlaufen. Oh. Mach mich nicht schwach. Spiel, mach mich nicht schwach. Du machst mich gerade sehr schwach. Ich spüre, wie die Stärke aus meinem Körper verlässt und sich sagt, das macht mich schwach. Und das kann ich nachvollziehen. Warum habe ich überhaupt meine komischen Ninja-Schleichstiefel, wenn ich sowieso die ganze Zeit angegriffen werde? Ernsthaft, die bringen gar nichts. Aktuell. Komm schon. Lass mich einfach da durchgehen. Ah! Wisst ihr was? Wir kommen jetzt auf die Fresse. Ey, lass mir das nicht länger bieten. Streuenergiewelle. Und du mach einen Geisterball. Okay, Yamshu greift zuerst an. Also sollte das auf jeden Fall ein ziemlich geklärter Kampf sein. Alter, 1200 Schaden teilt Yamshu aus.
Sowas erlebt man aber nur ein oder zwei Mal in seinem Leben. Und der Kampf ist beendet. Yay. Ganze 68 Erfahrungspunkte. Aber ein Kietrank 30, was gar nicht mal verkehrt ist. Warum muss ich hier jetzt gerade durch den ganzen Scheißberg laufen? Was soll das denn? Hallo? Anin, von der ich dachte, dass sie Mutter von Chichi ist, aber da war sie es nicht. Also, Goku, wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Mittelprächtig. Immerhin bin ich tot. Ich bin immer noch so stark wie früher, als ich am Leben war. Sollst du nicht stärker sein? Tot? Du willst doch nicht über den Ofen beschweren, oder? Was den Ofen angeht, wollten wir dich um einen Gefallen bitten. Einen Gefallen? Ja. Kennst du das Yuzabit-Plateau? Kennt man. Das Yuzabit-Plateau? Und meinst du diesen abgelegenen Teil der Berge? Kennst du es? Gut. Dort gibt es eine Eisschicht, die wir nicht durchbrechen können. Unser Ki ist machtlos. Oh mein Gott, machtloses Ki. Oh, jetzt wollt ihr das Eis mit den Flammen aus dem Ofen schmelzen? Hier sollt ihr haben. Hier, die Flamme des magischen Ofens. Nehmt sie! Danke, wir schulden dir was. Und jetzt gehe ich wieder. Und das war jetzt eine Sache, die absolut nötig war, dass ich dafür zwei ganze Gebiete wieder durchqueren muss. Damit sie sagt, oh hey, hier habt ihr die Flamme, viel Spaß damit. Und dann sagt Goku so, okay, danke, dann gehe ich jetzt wieder. Und dann geht er wieder. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Antwort auf diese Frage ein Ja ist. Oh Gott. Was soll das denn? Ach, geh mir nicht auf den Sack, du Geisthaufen Scheiße. Ich bin nicht in der Stimmung für deinen Schabernack. Ich bin eher in der Stimmung, ein wenig Eis mit meinem Feuer zu schmelzen. Apropos, Eis mit Feuer schmelzen? Ich weiß, würde euch jetzt überraschen, aber das funktioniert gar nicht mal so gut. Am lustigsten ist, wenn ihr ein Feuerzeug oder so unter Schnee haltet. Das Ergebnis wird euch überraschen. Es sorgt für Verschwörungstheorien, das Ergebnis. Ist wirklich so. Oh, das ist eigentlich traurig. Speichern will ich noch. Und dann würde ich gern... Oh, da ist die Speicherstation. Und dann sind das zwei Dragon Ball Lichter auf... Vier Dragon Ball Lichter auf dem Auto. Und danach würde ich ganz gerne, ehrlich gesagt, mich wieder zurück zu dem Fachplateau begeben. Und da dann den Boss ja was auch immer bekämpfen. Ja, und was es da zu sehen gibt, sehen wir im nächsten Part. Bis dann. Gute Nacht.